Hallo, herzlich willkommen zum Bastelblitz am Mittwochabend. Ich bin Irene Wendland, Betreiberin des Kanals Irenes Bastelzimmer, des Blogs irenesbastelzimmer.de und auf Instagram bin ich natürlich auch zu finden unter Irenes Bastelzimmer. An meiner Seite habe ich wieder, wie immer, Gott sei Dank, bist du immer dabei, und meinen lieben Ehemann Joachim, ihr dürft ihn Joe nennen. Hallo und danke für die freundliche Begrüßung. Wenn ihr uns gut hören und sehen könnt, eben habe ich schon wieder vergessen, das Mikro einzuschalten, gebt uns doch mal schnell, heute machen wir eine 1 basteln, wenn wir uns sputen, eine 1, wenn ihr uns gut hören und sehen könnt. Schreibt das mal bitte in den Chat. Und was hast du uns Schönes vorbereitet heute? Ich habe eine ganz coole Karte, aber vorher nehme ich euch mal erstmal mit auf den Tisch und mache euch natürlich wieder noch immer, wie immer noch, wir haben ja noch die Celebration, auf das Angebot aufmerksam. Ein Steigerangebot haben wir zum einen. Und zwar Produkte für 175 Euro aussuchen, kostenlosen Versand erhalten und natürlich zusätzlich ein Bonus-Produktpaket aus dieser Übersicht. Und das Ganze für 129 Euro. Ja, Bastelblitz heißt kurze, schnelle Basteleinheit am Mittwochabend. Mich hat eine Zuschauerin gebeten, doch nochmal tatsächlich was für den Herbst zu machen. Und ich wollte euch schon lange diese Pfeilkarte zeigen und habe gedacht, okay, dann nehmen wir heute mal das Papier Herbstwunder. Joachim, setzt euch mal den Link dazu rein, damit ihr euch das angucken könnt. Das ist ein sogenanntes besonderes Designerpapier. Das ist also ein Ticken teurer, ich glaube 4 Euro teurer. Und das liegt daran, dass hier halt so viele Elemente oder so viele Seiten eine Folierung, einen Foliendruck drauf haben. Sicherlich habt ihr schon mal so eine Pfeilkarte gesehen. Ist auch, wie immer, ich mag es schon gar nicht mehr sagen, mega, mega einfach. Und wie ich finde, mega, mega wirkungsvoll, ne? Also es ist ja wirklich nur, ihr werdet es gleich sehen, ein Stück Karton, der wird gefaltet und dann kommt die Deko drauf und da erzähle ich euch dann noch ein paar Sachen zu und dann ist die Karte schon fertig. Kann man sich da auch verknicken? Sieht ja ein bisschen, wenn man das, mach das doch mal auf bitte. Das sieht ja irgendwie schon, da muss man genau arbeiten irgendwie. Das ist nicht einfach so Papierflieger oder doch so ein bisschen. Lass dich überraschen, du hast ja nicht gesehen, wie ich sie gebastelt habe. Bin gespannt, was du dazu sagst. Die Crafting Lady schreibt, das ist hübsch. Da haben wir ihren Geschmack getroffen. Ah. Naja, mittlerweile muss ich sagen, wenn ich ihre ganzen Karten so sehe, die sie uns auch immer einschickt, denke ich mal schon, dass das auch passt zu ihrem Stil. Siehst du? Soweit sind wir jetzt schon, Crafting Lady, dass ich deinen Stil hier schon einordnen kann. Ja, aber das ist ganz oft schon, dass du gesagt hast, wenn eine Karte kommt und dann ich hier den Namen nicht genannt habe, dann sagst du, hey, das sieht aus wie von oder eine andere, das sieht aus wie 13,5 schneiden wir uns ab in der Länge mal 24 cm. Ja, heute Abend, oh, guck mal, aus Frank und Oder, die Helga ist das erste Mal dabei. Herzlich willkommen. Toll, Helga, das finde ich aus Frank und Oder. Dann herzlich willkommen, Helga, das erste Mal. Heute ist Bastelblitz am Mittwoch. Da sind wir schnell fertig, sag ich mal so. Aber wenn du das vielleicht weißt, wir sind auch sonntags immer am Start um 19 Uhr. Da gibt es die, wir nennen das immer die große Live-Bastel-Show. Da gibt es dann Trailer und Zuschauerkarten. Und wir sind noch deutlich länger am Start. Und manchmal gibt es auch 2 Projekte. Wir würden uns freuen, wenn du dann auch zuguckst. Und auf dem Kanal von Irenes Bastelzimmer, da kann man sich immer ganz wunderbar eine Erinnerung einrichten. Da braucht man nur auf das Vorschaubild gehen, Erinnerung einrichten, da wird man automatisch erinnert, wenn der Stream startet. Oder man kann natürlich auch unseren Newsletter abonnieren, da wird man dann auch nochmal am Sonntagmorgen darauf hingewiesen, dass man ja heute Abend live schauen kann. Genau so sieht's aus. Und wenn du uns noch weiterempfiehlst, freuen wir uns natürlich auch. Und das Ganze ist natürlich kostenlos. Also außer das bisschen Werbung, was man von, das, da kann man als Creator, sage ich mal, da können wir nichts dran machen, auch wenn man es ausstellen würde. Mhm. YouTube hat sich das Recht mittlerweile vorbehalten, bei jedem Video, egal ob es monetarisiert ist oder nicht, wird Werbung vorgeschaltet, ist einfach so. Ich sage immer so, ja, das ist der klitzekleine Preis, den ein Zuschauer zahlt, also es ist ja eigentlich kein Preis. Ne? Aber es gibt ja eine Möglichkeit, das zu umgehen, man kann ja YouTube Premium, ja. Ne, dann hat man da praktisch keine Werbung. Keine Werbung, das ist machen tatsächlich viele, die so gerne Musik streamen, die sagen sich, ach, das ist ja nervig mit der Werbung zwischendurch, und die sagen sich dann, ach, dann gönne ich mir das, gönne mir ja sonst nichts, wie das so schön heißt. Also tatsächlich, etliche machen das auch. Ich weiß das, man kann das sehen in unseren Analysezahlen, dass etliche
zuschauen und sich da nicht mit Werbung abeseln. Ja, völlig in Ordnung, aber jeder so, wie er das möchte. Ne? Ich nehme euch auf den Tisch, es geht weiter. Ich habe jetzt also 13,5 mal 24 zugeschnitten, in der Mitte gefalzt. Das knicke ich jetzt schon einmal, damit es für euch ein bisschen übersichtlicher wird. Und jetzt kommen wir zum Trick. Naja, Trick ist es auch nicht. Ne? Also, wir nehmen jetzt eine Markierung vor, und zwar in der Mitte. Entweder, ich zeige euch mal, wie ich es hier machen würde. Genau. Ich nehme ja dieses karierte Papier von Stampin' Up. Das könnt ihr euch auch ganz normal als Kunde bestellen. Da sind 100 Blatt drauf, reicht ewig. Hat man immer eine schöne, saubere Arbeitsfläche. Dann habe ich hier einen Bleistift, den verlinke ich euch, oder habe ich, glaube ich, sogar auch schon verlinkt, der ist von Tombow. Der kommt aus der Handlettering-Szene, damit arbeiten die ganzen Handlettering-Künstler, weil mit diesem passenden Bleistift ist das super einfach zu entfernen und ihr habt hier keinen Schmuddelrest drauf. Ne? Und dann lege ich mir das hier hin. Hier ist ein Nullpunkt und da richte ich mir das aus und suche mir jetzt den Mittelpunkt. Ihr könnt es ausrechnen. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, 6,75 ist die Mitte. Oder ihr nehmt, wie gesagt, hier den Nullpunkt, macht euch da eine kleine Markierung ran. Ne? Seht ihr das? Ja, die Helga bedankt sich bei uns. Sie hat uns offenbar über eBay gefunden. Die hat bei eBay was ersteigert, beziehungsweise gekauft. Und sagt, Mensch, das ging ja wirklich schnell zu liefern. Ja, wir bemühen uns da immer, was das anbetrifft. Wer schnell zahlt, dann versuchen wir das auch so schnellstmöglich zur Post zu bringen. Und was die Post dann draus macht, die sind auch meistens schnell. Die bemühen sich ja auch. Das ist ja toll, dass es so gut geklappt hat. Wunderbar. Deine Schwester guckt zu aus Danberg. Hallo Ulrike. Die andere Schwester kann jetzt nicht zugucken. Die kann nicht zugucken, die hat Paulina, der muss genäht werden. Und die Sivika, die guckt aus der Schweiz zu und schreibt heute das erste Mal, dass sie auch etwas kommentiert und wir machen das super. Ach, Dankeschön, das Dankeschön. Ist ein tolles Kompliment. Das ist sehr, sehr wunderbar. Nett. Die Traudel ist auch wieder dabei, aus Traudel aus Sachsen-Anhalt, das habe ich mir mittlerweile auch schon gemerkt. Wunderbar, mit wem haben wir denn hier noch? Ich muss mal eben kurz durchgucken. Ach, Nordhorn, siehst du, die Miri aus Nordhorn. Da sind wir am Wochenende, wieder mal im Tierpark. Samstagnachmittag wollen wir in den Tierpark gehen, da haben wir Jahreskarten, da freuen wir uns schon drauf. Die kamen, schaut zu, aus Ostwestfalen-Lippe, ich muss immer OWL gucken, nein, Ostwestfalen aus den schönen Steinhagen, so aus Elmau, die Katharina am Start, Salzgitter Monika und aus Cottbus Conny. Jetzt haben wir auch fast alle, guck mal, Ursula ist auch da. Ursula, das hat ja auch super geklappt mit dir diese Woche. Ursula hat, glaube ich, die Karten deutlich ersteigert, ne? Das Papier. Ja, die hat sich ja auch schon bedankt. Schnell bezahlt, jo, schnell bekommen. Also hoffentlich, also das ist ja auch ein perfekter Deal gewesen. Und schön, danke dafür. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Und ich sage aber trotzdem ganz kurz, was ich mache. Ich mache mir jetzt hier Markierungen hier an dieser Seite. Also da habe ich den Mittelpunkt. Hier mache ich eine Markierung bei 4,5. Und dann mache ich die nächste bei 4 cm. Und dann bleiben noch 3. Und das mache ich auf beiden Seiten. Gleich wird ein Schuh draus. Also Maike schaut zu aus Rotenburg. Jetzt muss ich mal alle hier persönlich begrüßen. Alle, die gesagt haben, wo sie herkommen. Die Maike aus Rotenburg. Dann Birgit schaut zu aus Thüringen. Und Gabi guckt aus Aachen zu. Und habe ich noch jemand vergessen? Aus Hückeswagen. Stempel, Stanzen, Basteln ist dabei aus Hückeswagen. Dann haben wir jetzt erstmal alle. Ja. Wunderbar. Achso, siehst du, Daniela ist auch wieder dabei aus Österreich. Siehst du, und Helga sagt, den Sonntag habe ich mir gerade im Kalender notiert. Danke für den Hinweis. Ja, das wird ja jetzt im Herbst dann auch wieder ein bisschen kuscheliger, wenn es denn dunkel ist um 19 Uhr. Man hat dann noch das Abendbrot fertig und hat da Zeit. Im Sommer ist es vielleicht doch ein bisschen was anderes, dann sitzt man auch draußen so, obwohl man kann auch ein Tablet draußen gucken. Aber so im Sonntagabend ist es doch dann auch herrlich. Ist so. Ich suche gerade mal wieder, aber das liegt jetzt nicht an euch und das liegt auch nicht an mir. Aber also an mir auch nicht? Nee, macht aber nichts. Was suchen wir denn? Ich suche den... Na, wie heißt das Ding jetzt hier? Den Coffee Paper? Ja, auch. So, ein kleiner Running Gag für alle, die neu dabei sind. Irene sucht eigentlich in jeder Sendung irgendwas. Ja, aber das liegt daran, das liegt gar nicht an mir. Das liegt wirklich auch ein bisschen daran, dass ich hier natürlich auch ein bisschen jetzt eingeschränkt bin hier mit meinem Platz wegen der Filmerei. Ne? Also ich habe jetzt hier den Aufhebhelfer, habe ihn gerade massakriert. Hier ist die Kugelspitze. Damit werde ich jetzt Falzlinien vornehmen. Ich hätte sie auch hier mit dem Falzbein, was ich nicht gesucht habe, machen können. Aber das ist mir ein bisschen zu dick. Ne? Und bringe die Falzlinien an von der Seite, also von diesen Markierungen zum Mittelpunkt. Das Projekt für Sonntag steht übrigens schon.
Und lasst euch überraschen, ich finde es selber toll. Es wird eine, wie immer, eine Schachtel geben, aber auch eine coole Karte. Und ja, lasst euch überraschen und schaltet euch ein. So, dann gibt es eigentlich Infos schon zum Paper Pumpkin? Nein, Moment, da komme ich gleich zu. Ich muss hier gerade mal, also Beate schreibt gerade, schönen guten Abend, Ed Joe, und sie futtert Lebkuchenherzen. Oh, ich war Montag im Rewe und es, was gibt es? Es gibt Stollen, es gibt Mandelplätzchen, die haben diese Schokoladensachen noch nicht da gehabt. Ich war bitter enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber weil ich wollte jetzt auch nicht alle Supermärkte abfahren. Du warst doch heute also in Lüneburg. Ja, da war, also lief mir auch nichts bei Edeka, da war auch noch nichts. Ach Mensch, das nur dazu. Wo hat sie die gekauft? Aber guten Appetit, Beate, hauen wir auch nicht rein, weiß ich nicht. Und die Kraft ist ja teilweise unterschiedlich. Die Elisabeth schreibt, sie ist zum zweiten Mal dabei und findet euch klasse. Dankeschön, Elisabeth. Und aus Senden, ich muss jetzt alle mal heute begrüßen. Aus die Silvia schaut zu, aus Senden in Nordrhein-Westfalen. Und die Petra ist auch aus Aachen dabei. Das ist schon die zweite aus Aachen. Aus Rastatt ist Sandra dabei. Die Sigrid grüßt auch vom Niederrhein, aus dem Dillkreis Anneliese. Und Brigitte aus MacPom. Miri sagt, der Tierpark in Nordhorn ist sehr schön. Wir sind da auch sehr gerne, muss ich sagen. Wir sind da, das ist wirklich Schönes. Vor allem diese, sind die Störche noch da? Da sollte man drauf achten. Die sind noch nicht abgereist. Und die Currywurst war so lecker, das eine. Naja, die fand ich eigentlich gar nicht so lecker. Okay. Naja. So, jetzt habe ich noch irgendwas übersehen hier. Ja, ich habe noch eine. Entschuldigt, Leute. Ich habe, oh gut, dass ich es nur merke. Ich denke, sieht doch so ein bisschen anders. Und ich habe natürlich noch die Linie vom Mittelpunkt hier runter vergessen. Aber das ist alles nicht schlimm. Ui. So. Also, man von der Seite zu diesem ausgerechneten markierten Mittelpunkt. Ja, im Kaufland gab es das. Danke, Arte. Aber bei unserem Kaufland nicht neulich. Wir waren ja letzten Donnerstag da. Gab es das noch nicht. Nee. Ich habe ja wirklich, ich kenne mich da ja aus in den Süßigkeitenabteilungen. Aber na gut, ich werde es schon noch aushalten. Aber danke, dass ihr mich da auf dem Laufenden haltet. Das finde ich richtig gut. Ja. Und ich werde es euch auch sagen und ich werde es euch auch zeigen, wenn ich hier genüsslich nebenbei den ersten Dominostein, oh, läuft mir das Wasser mal, den ersten Dominostein der Herbstsaison 2021 vernichten werde. Ich glaube, das wirst du nicht zeigen können, weil das wirst du ja nicht aushalten. Du wirst ja, wenn du welche hast. Den ersten live? Okay, ja. Den ersten live. So, jetzt Leute, hier. Ne? Oha. Und Stella sagt, Lebkuchen gibt es ja erst ab Oktober. Bei uns strikte Regel, sonst ist die Vorfreude auf Weihnachten für uns weg. Ja gut, das kann jeder so machen, wie er will. Das ist, da scheiden sich natürlich definitiv die Geister. Das Thema hatten wir ja schon öfter hier. Oh, Joachim, bei Famila haben sie heute alles aufgebaut. Danke, Ulrike. Sagt Ulrike? Ja. Oh, dann wärst du doch da noch rumgefahren, ja, ne? Toll. Alles aufgebaut. Oh nein. Na gut. Na gut. So, danke für die vielen Hinweise. Wunderbar. Jetzt habe ich natürlich wieder so viel gequatscht. Wie hast du das jetzt gemacht? Kannst du es nochmal zeigen? Nein, die Bastler werden es, ich sag's gleich nochmal. Ich muss mir das im Replay angucken. Soweit bin ich jetzt schon, dass ich mir mein, weil ich hier so viel quatsche und chatte, dass ich gar nicht aufpasse, was du hier die ganze Zeit machst. Also, wir haben diesen Kartenrohling, der ist in der Mitte gefalzt. Und hier unten habe ich mir auch den Mittelpunkt markiert. Das seht ihr, das ist schon so ein bisschen fruckelig, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann habe ich mir verschiedene Falzlinien, Markierungen hier angebracht, an der Seite. Die hatte ich auch genannt, die Zentimeter. Das war 4,5 und dann 4 und das sind dann irgendwie so um 3. Und dann wird das geknickt. Erst macht man eine Talfaltung, dann hier einen Berg oder wieder so. Talfaltung? Ja, Tal ist, wenn man so knickt, in das Tal hinein. Das hier ist eine Bergfalte. Ah. Das ist wirklich ein offizieller Sprachgebrauch in der Papierbastelei. Also jetzt nicht nur beim Kartenbasteln, sondern grundsätzlich, wenn irgendwo mit Papier gebastelt wird, heißt das immer Berg und Tal. Okay. So. Wieder was dazugelernt. Ja. Man wird nicht schlimmer, ne? Nein, definitiv nicht. Und ja, die Katharina hat gesagt, schöne Karte, danke fürs Zeigen. Sie hat uns auch schon Daumen nach oben gegeben. Das ist nett. Apropos, soll ich euch mal was jetzt zeigen? Achtung, jetzt aber Achtung, nicht erschrecken. Gebt uns mal bitte einen Daumen nach oben. Sieht so ein bisschen aus wie der Heimwerker-Daumen, ne? Egal. Frisch auf den Daumen gekloppt. Kommt bald ein neuer, aber jetzt fürs Erste musste der jetzt erstmal reichen. Ich klebe mir das jetzt ein bisschen fest. Mir ist das tatsächlich hier so ein bisschen lätschig so. Also lätschig nicht. Lätschig ist nicht der richtige Ausdruck, aber das ist mir so, fliegt so auseinander. Deswegen setze ich mir da jetzt einfach ein bisschen Kleber mit rein. Also die Mireille fragt, Joe, wie wäre es, wenn du mal bastelst? Das Thema hatten wir schon mal. Das ist also ich sag mal so, das ist für euch bestimmt kein Genuss oder vielleicht ist es auch Comedy oder irgendwie so. Aber ich habe mich jetzt schon so weit
locken lassen, dass wenn ich zum nächsten Mal zu einer On-Stage-Veranstaltung fahre von Stand-Up, ich bin da auch zugelassen, übrigens, man kann mich da auch treffen und sehen, dann werde ich tatsächlich auch ein paar Swaps basteln, und zwar für alle, die hier im Chat dann dabei sind und sagen, du, ich bin auch da und ich würde gerne mit dir swappen. Und jetzt gehe ich auch noch so weit, den würde ich den einen Swap auch noch hier im Vorfeld beim Live-Basteln mal basteln. Wow. Aber es ist natürlich eine Weile noch hin, man weiß ja nicht, wann das ist, aber ich werde es zumindest versuchen. Und dann werdet ihr sehen, ach, der kann das ja gar nicht gut und so. Ich werde natürlich was ganz Einfaches machen, das ist auch klar. Ihr müsst jetzt nicht erwarten, dass ich hier eine riesen Box kann ich hier nicht machen. Ich werde mir vielleicht irgendwas selber was überlegen, was ich gut finde und worüber ich mich selber freuen würde, wenn ich es bekomme. Aber es muss ganz schlicht sein. Ich bin einfach nicht versiert, was das anbetrifft. Werde mir Mühe geben, aber erwartet nicht zu viel. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so, weil also ich bin ja schon viele, viele Jahre auf diesen Stampin' Up-Veranstaltungen, wo halt getauscht wird. Und manche Projekte, das ufert aus. Ne? Das ist ja, also ich finde vom Materialaufwand zu teuer und auch von der Zeit. Und weiß ich nicht, es muss doch auch also schnell und einfach. Ja, ne? Also ich würde dann auch lieber schöne Masse machen und vielleicht auch irgendwie doch noch eine kleine Schnürkersache dabei. Da freut man sich auch, wenn man so einen kleinen Kraftriegel hat zwischendurch. Und dann umso mehr kommt man auch mit den Leuten noch ins Gespräch, wenn man swappt. Das ist ja gerade der Sinn dieser Angelegenheit, dass man swappt und damit ins Gespräch kommt. Das, und so, ne? Genau das und ich ist muss dran es. Denken, beim letzten Mal hatte ich doch diese, wie heißen diese Ansteckdinger? Die, also nicht die aus Metall, die es da gab. Pins, genau. Pins. Ja. Und da habe ich ja auch geswappt und getauscht. Das war ja auch, das war schon schön. Hat schon Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, wenn es das bald mal wieder gibt. In Amerika warst du ja auch mit dabei, wo dann die Amerikaner da standen. Die haben dann aber so richtige Schuhkartons, solche Batterien haben die da. So viel machen wir nicht. Nein. So, ich bastel erstmal weiter. Also das ist jetzt die Karte. Ihr habt das jetzt eben gesehen. Ich habe diese Pfeile hier hinten so ein bisschen fixiert mit dem Kleber. Müsst ihr nicht. Ich finde es ein bisschen schöner. Und habe jetzt das Papier Herbstwunder mir ja rausgesucht. Da ist jetzt beim Zuschneiden gleich hier noch ein Stückchen übrig geblieben. Das kommt hier rein. Ich muss nachfüllen hier. Du hast doch den ganzen Nachmittag fleißig gebastelt, ne? Ich habe gebastelt für Sonntag, ja. Darf ich schon verraten, ne? Also nicht verraten, was du machst, sondern dass du das schon fertig hast. Ich habe das schon gesehen. Ja. Ich muss mich jetzt dann morgen an den Trailer machen, damit wir Sonntag auch alles. Ja, weil wir Sonntag in oder Freitag in Nordhorn sind, ne? Genau. Sah sehr hübsch aus. Das freut mich, was du da gemacht hast. Jetzt brauchen wir noch für die Deko ein Dreieck. Das muss ich jetzt mal zuschneiden. Ja, eine Crafting Lady für so ein Onstage würde sie auch nicht mehr machen als vielleicht ein Lesezeichen oder eine Karte. Das ist so. Es geht auch nicht um den Wert. Das ist das immer. Also manche, ich sag mal so, die schießen dann wirklich übers Ziel hinaus und dann fühlt man sich als Empfänger auch nicht so ganz wohl damit. Ne? Ja, das stimmt. Und was du auch immer sagst, es ist doch viel schöner, auch mit aktuelles Papier zu zeigen. Du sagst dann manchmal, wenn du so einen Swap kriegst, na, das Papier haben wir auch schon seit 5 Jahren nicht mehr. Ja. Man will ja, wenn dann auch eine kleine Inspiration und Anregung mitkriegen. Nachdem, oh, was hat die denn damit gemacht? Was hat die aus dem Papier gezaubert? Das ist ja auch eine coole Idee. Und wenn es dann etwas Aktuelles ist, umso schöner. Ich meine, klar kann man seine Reste aufbrauchen, aber verschenkt man jetzt unbedingt alte Sachen, ist jetzt auch irgendwie nicht so schick. Ich finde es dann auch nicht so zielführend. Ne? Jetzt müssen wir hier uns so ein Dreieck zurechtschneiden. Ich sehe gerade, ich habe mich in der Richtung verschnitten. Ne? Da ist eine Richtung drauf und ich habe es falsch zugeschnitten. Falsch zugeschnitten. Ja, die Richtung habe ich eben nicht richtig berücksichtigt. Also wir brauchen 12 mal 11 in der Höhe und ich hatte das so rum. Die Zuschauer werden es mit Sicherheit gesehen haben und gedacht haben, nein, was macht sie da? Ja, das ist durchaus möglich. Aber das ist halt auch eben die Herausforderung. Ne? Deine Stammzuschauer werden natürlich denken, die Irene macht das immer alles mit links. Und ich frage mich auch manchmal, und da weiß man dann, wieso Frauen den Männern dann doch so ein bisschen voraus sind, du bist ja dann doch multitaskingfähig. Ne? Du machst dir die Technik so ein bisschen nebenbei, du bastelst dir, du kannst reden, schaust noch im Chat, kannst noch auf meine Bemerkung hier eingehen. Das ist ein Wahnsinn. Und ich persönlich stelle manchmal fest, huch, jetzt habe ich auf den Chat geguckt, jetzt habe ich da nicht hingeguckt. Also ich bin da nicht so aufgestellt, das muss ich ehrlich zugeben. Und deshalb seid ihr mal so ein kleiner, wie soll ich sagen, Fehler? Fehler. Fehler ist ja schon viel zu viel. Nein, das Papier kommt ja nicht weg, das bleibt ja da in der Hülle.
Apropos, wir haben, die Ursula hat ja dieses Papierpaket bei uns ergattern können. Mhm. Ich glaube, sie hat ja auch schon geschrieben und ich glaube, sie freut sich wirklich darüber. Wir haben noch ein paar Sachen bei eBay drin. Ja, den kann ich gleich nochmal reinsetzen. Also die Elisabeth fragt jetzt eben, wo braucht man denn die kleinen Klebefläschchen her, um ganz filigrane Sachen zu kleben. Das hat sie schon mal gut erkannt, dass man damit sehr filigran kleben kann. Die bekommt man nicht bei Stampin' Up. Wir haben unter unserem Video in der Infobox einen Link. Ja, da sind ein Link und da sind die Sachen auch aufgeführt. Da kann man sich das dann mal angucken. Das geht dann zum großen A. Da kann man das dann kaufen. Das ist aus dem Küchenbedarf irgendwie. Damit kann man in den Torten verzieren mit Lebensmittelfarbe. Dafür ist es ursprünglich gedacht. Wir empfehlen immer, die zu nehmen, die 10 ml enthalten. Also manchmal sagen auch Leute, oh, ich kaufe mal was Günstigeres, aber dann sind da ganz oft 30 ml drin oder passen da rein und das ist dann zu groß. Also wenn man die empfiehlt, die wir da reingesetzt haben in der Größe, dann macht man nichts falsch. Und nehmt einfach den Link. Ich weiß, dass wir kriegen da natürlich eine klitzekleine, keine Ahnung, Cent-Provision drauf und dass manche einem das vielleicht nicht gönnen, ne? Ist auch okay. Mir muss auch nicht jeder alles gönnen. Nur dann bestellen sich die Leute die falschen. Also weil sie dann einfach nicht drauf achten, was wir empfohlen haben. Ich habe jetzt hier noch für das goldene Etikett, was da jetzt gleich drunter kommt, gehe ich gleich noch näher drauf ein, habe ich Goldfolie und ein Etikett aus der Mischung Tierische Freunde. Klitzekleines Problem finde ich bei Goldpapier, wenn ihr eine Stanzmaschine habt mit abgenudelten Stanzplatten, dann kriegt ihr, zerkratzt ihr euch die Goldfolie. Ich nehme jetzt hier ja für diese kleine Maschine die graue Platte. Die ist natürlich jetzt tippitoppi, hoffe ich zumindest. Mal schauen, wie das wird. Also ich musste tatsächlich, hatte nicht dran gedacht, ich musste mein erstes goldenes Etikett, das hatte ich auch mit der großen Maschine gestanzt, musste ich leider wegtun, weil das wirklich ganz doll zerkratzt war. Ich zeige euch auch mal, woran das liegt. Ja, das ist natürlich jetzt super geworden. Also wenn ihr Stanzplatten habt, die sind zerkratzt, das ist normal, und ihr legt die hier drauf. Und dann hat die Maschine einen gewissen Druck. Dadurch drücken sich die reingefrästen Stanzstreifen in die Goldfolie. Das ist eigentlich nur bei Goldfolie oder Silberfolie. Bei normalem Karton habe ich das nicht, aber manche haben das auch. Das kommt dann immer darauf an, wie stark eure Maschine ist. Das kommt hier gleich drauf. Also da war eben gerade der Rad Kopierpapier drauflegen. Habe ich versucht. Das hält viele Kratzer ab. Habe ich versucht. Tatsächlich an der großen Maschine hat wirklich so einen Druck, dass es... Kopierpapier ist auch noch relativ dick. Ich hätte jetzt so Butterbrotpapier gedacht. Das Problem ist, diese Stanzplatten, ne, die sind zerkratzt. Mhm. Und unten ist auch, also, und dann hat man das, und der Druck dieser Stanzplatten, der ist dann so stark, dass diese Oberfläche von diesem feinen Papier, von dieser Folie, dass das zerkratzt. Also bei normalem Karton macht das alles nichts, nur bei so Foliengeschichten. Okay. Aber macht es gerne, wenn ihr da für euch eine Lösung gefunden habt, wie ihr gut klarkommt, ja, dann nutzt, dann macht es so und alles ist gut. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass ich das auch durchaus weiß. Und jetzt ist noch die Frage, ob du eventuell schon wieder falsch rum geklebt hast. Nee, habe ich hier auch nicht. Das ist jetzt so. Das gucken die Ehren nach unten. Okay. Das, Conny fragt, welche Stanze das war? Die Stanzform, ja. Tierische Freunde. Rechnet man auch nicht mit. Man denkt immer nur an diese niedlichen Motive, diesen Schmetterling und diesen Nilpferd und so. Interessant sind diese hier. Diese ganzen Etiketten, die da drin sind. Ne? Ja, das, die braucht man ja auch immer. Ja, und die sind wirklich schön. Das ist aber ein Riesensortiment, ne? Ja, deswegen. Man denkt aber, tierische Freunde, die findet ihr im Jahreskatalog. Da gibt es auch ein passendes Stempelset zu. Und da ist hier so ein Nilpferd, so ein Einhorn. Alles im Niedlich-Style. Das guckt man sich normalerweise gar nicht an, aber man braucht ja nur diese Etiketten. Ich habe hier das Stempelset Pretty Pumpkins und daraus nehme ich dieses hier und zeige euch dann auch noch die passenden Stanzformen. Ich stempel mit Memento. 1, 5, 3. Ich schaue mal eben, ob ich das noch auf die Schnelle hinkriege. Ja, 1, 5, 3, 5, 8, 5. Da gibt es auch kein Produktpaket mehr, weil das schon älter ist. Da müsst ihr nicht suchen. Also das Stempelset muss man auf keinen Fall haben. Da sind sie.
So. Und die koloriere ich mir. Ich habe mal in meinen Blendschrank einfach so reingegriffen, was da mir so über den Weg gelaufen ist. Ich habe festgestellt, ich habe sogar welche noch drin, die nicht mehr im Sortiment sind. Ich hoffe, ihr entschuldigt das, wenn ich die trotzdem verwende, weil die müssen ja aufgebraucht werden. Ne? Die kann man auch nicht mehr gebraucht verkaufen. Das macht keinen Sinn. Ich fange mal hier mit Dunkelkürbisgelb an. Und bei solchen Geschichten gehe ich immer da lang, wo eine vorgegebene Linie ist. Das ist dann für mich so auch, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Schatten. Also ich mache da auch keine Wissenschaft von. Ne? Und dann gehe ich mit der hellen Farbe drüber, fülle das hier so ein bisschen aus. Mhm. Also da sieht man auch kaum Unterschied. Ich muss mal die andere Seite nehmen. Nö, stimmt. Also ich jetzt hier aus 30 cm Entfernung sehe jetzt tatsächlich keinen Unterschied. Nicht so richtig. Doch, jetzt hier bei den großen Flächen, ne? Da sieht man schon, dass ich da was gemacht habe. Aber ich bin ja auch nur auf der schwarzen Linie lang gegangen. Mhm. Wenn euch das nicht stark genug ist, wenn ihr da natürlich mehr Kontrast haben möchtet, könnt ihr natürlich nochmal drüber gehen, ne? Das sind die Farben Kürbisgelb, ne? Ja. Zum Kürbis wird man jetzt Kürbisgelb. Nicht unbedingt. Ich meine, es gibt auch grüne, das weiß ich genau. Auch. Genau. Oder auch gelbe gibt es ja auch, ne? Da müsst ihr mal gucken, was euer Kolorationsschrank. Man muss auch mal gucken, Joachim, was man an Material zu Hause hat, ne? Also, Hat ja nicht jeder alle Farben und deswegen mache ich mal hier so ein bisschen gelb. Aber Kürbisse gibt es auch irgendwie lange, ne? Wie lange? Ja, ich finde, die gibt es jetzt schon wieder. Und irgendwie gab es die auch den halben Winter über. Ich weiß auch gar nicht. Irgendwie. Eigentlich ist das für mich ein Herbstgemüse, aber trotzdem gibt es die ziemlich lang. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, weil ich Kürbis, wenn dann esse ich eigentlich nur diese Kokaidos und dann die als Suppe. Ne? Und aus allen anderen Sachen mache ich mir nicht so richtig was. Vielleicht habe ich auch noch nicht das richtige Gericht da irgendwie erwischt. Ach. Das ist, Joachim, weil das bei uns, bei dir wahrscheinlich auch und bei mir auch, da gab es das, als wir Kinder waren, gab es das nicht. Doch, ich glaube, bei Tante Martha oder so, da gab es das irgendwie, aber das, ich fand das nicht so, das hat mich nicht so, Kürbis süß-sauer? Ja. Habe ich vielleicht mal, das hat mich nicht so umgehauen wahrscheinlich. Nee, ne? Und die hat das auch eingemacht und so, alles gut und so, die machte das dann auch gerne, aber ja. Ja, wo die jungen Leute, da wird das ja richtig gehypt heutzutage, ne? Die jungen Leute, weißt du. Da muss ich jetzt gerade dran denken, an den Beitrag der heute Morgen mit den Zimmerblumen. Was das für ein Gehype ist heutzutage mit den Zimmerblumen, dass die da teilweise für so ein kleines, unscheinbares Pflänzchen, das früher bei Oma auf der Fensterbank gestanden im Gartenbaumarkt 100 Euro ausgeben. Ja, man fragt sich, dass die Leute dabei gehen im Gartenbaumarkt, sich da die Setzlinge abschneiden, dass die das schon teilweise hinter Glas aufbewahren müssen, damit die Kunden da nicht beigehen. Also das hat mich ja heute echt nochmal wieder weitergebracht. Ja. Also das fand ich entsetzlich, weil das ist auch Diebstahl, ne? Naja. Und Sachbeschädigung, glaube ich. Ne? Das ist das eine. Aber ganz ehrlich, was wollen die denn? Also ich meine natürlich, wenn man Bock hat, sich wenn man Lust hat auf so eine Pflanze und die züchten möchte, alles gut. Aber die kaufen das ja, damit sie dann toll dastehen bei Instagram. Ne? Und das sind keine Influencer, das sind Plantfluencer. Kommt aus dem Englischen, plant, heißt Pflanze. Klar, verstehe. Und da kommt das her. Aha. Ja, das ist tatsächlich ein Begriff, ja. Die wollen dann berühmt werden und damit dann, die wollen ja eigentlich nicht mehr arbeiten. Wer hat denn auch so aktuelle, also unsere Tochter schwärmt immer von der Monstera, ne? Mhm. Und die ist auch echt hübsch bei ihr. Wer hat denn auch so eine aktuellen Trendpflanzen bei sich im Wohnzimmer? Das würde mich jetzt auch nochmal stellen. Vor allem unbewusst, ne? Ja. Ich kann jetzt natürlich nur die eine Monstera, die finde ich ja so interessant irgendwie. Meine Oma hatte Gummibäume und das fand ich ganz schrecklich als Kind. Und dann war da immer so ein Bambusstab. Wir hatten noch eine Freundin, bei der Gummibaum auch bis an die Decke wuchs. Ja. Der musste da auch festgebunden werden. Das war noch ein, also Ungetüm war ja nur noch freundlich genannt. Ne? Ja. So, jetzt habe ich das ausgestanzt, bevor die Frage kommt, weil dann machen wir gleich richtig Werbung. Das hier ist ein Post-it-Klebeband, findet ihr auch unter dem Video. Das ist richtig gut. Das frisst sich nicht in den Karton rein. Wenn ich jetzt das hier gleich abmache, das ablöse vom Papier und der Stanzform, ihr seht, da ist es nicht kaputt. Ich habe auch Malerklebeband.
an dem anderen Platz habe ich das. Und manchmal, wenn ich das vergessen habe, dann muss ich das andere nehmen und dann ärgere ich mich immer, weil das frisst sich wirklich so doll rein, dass man sich das kaputt reißt. So, das kleben wir jetzt noch auf das Kärtchen drauf und dann kommt noch ein kleiner Spruch. Wo ist mein Goldchen? Das setze ich einfach so drauf. Na, kommt was zum Thema Blumen? Naja, also die Crafting Lady schreibt, sie macht sich nichts aus Zimmerpflanzen. Sie hat nur eine Aloe Vera hier rumstehen. Ja, das hört sich auch schon etwas geringschätzig an, hier rumstehen. So nach dem Motto, als wenn die nur Platz wegnimmt. Oh, Aloe Vera hatten wir früher, wenn jemand Hautprobleme hat. Einfach durchschneiden und dann kommt da dieses Gel. Das kann man dann bei Sonnenbrand und so oder wenn jemand Neurodermitis hat, so Hautschüppchen, kann man das ganz toll rausstreichen. Das weiß ich wohl noch. Wir hatten sogar mal einen Aloe Vera Shop hier bei uns in Lüchow. Echt? Ja, ja, weißt du, in der Wallstraße. Aber hat sich auch nicht lange gehalten. Konnte ja auch nicht gut gehen. Und Elisabeth hat auch keinen grünen Daumen. Ja, dann bin ich ja begeistert. Geht mir genauso. Also ich kann nur wirklich, wenn dann nur anspruchslose Pflanzen haben, auch im Garten, also so eine Mimosen, die, das geht nicht. Oleander, die habe ich, die kriege ich, die sind schon 25 Jahre alt, die sind super und die habe ich im Griff. Alles andere, Bambus ist auch manchmal so, wenn es zu trocken, zu nass ist, schwächelt der auch, aber das nur am Rande. So, jetzt sind wir wieder beim Kürbis gelandet. Aber stell dir mal vor, du hast eine Pflanze für 100 Euro, so eine Monstera oder was die da heute da im Fernsehen hatten und dann geht das Ding kaputt, ey. Fähnchenvielfalt. Wer kennt das Stempelset noch? Ist im Hauptkatalog zu finden. Da sind so ein paar süße herbstliche Kürbismotive. Also hier, also Kürbis ist auch drin, aber auch ein paar herbstliche Motive. Und vom Herbst für dich. Also die Daniela aus Österreich, die hat einen ganzen Wintergarten voll mit Grünpflanzen. Aber es im Herbst muss auch sortiert werden. Es sind zu viele mittlerweile. Und am größten ist hier Elefantenfuß. Oh, das ist ein Erbstück ihrer Mutter. Und Bienes Bassel hat eine Aloe und eine Orchidee. Ja, das ist ja eigentlich alles ein bisschen überschaubar, bis auf hier den ganzen Wintergarten voll. Ja, wir haben gar keine mehr, ne? Im Zimmerpflanzen? Ja, ich hatte mal so einen tollen, ich hatte den, du mochtest den ja nicht, so einen tollen, wie hieß denn das da, diesen Kaktus, diesen Sofa. Wo du dich erheblich verletzt hast, ne? Oh ja, stimmt. Einmal, ne? Ja, haben wir das schon vergessen? Okay, wo man dann zum Arzt musste und dann musste das da rausoperieren und mit Entzündung und so, ne? Meintest du diese tolle Blume? Okay, bin ja schon ruhig. Schaut mal, das ist hier schief aufgeklebt gerade. Wenn ihr sowas habt, dann macht ihr das mal bitte so. Ihr legt euer Stempelmotiv auf den Tisch und nehmt es dann auf. Dann wird es gerade. Wer sich noch nicht für den Newsletter angemeldet hat, der kann das sehr gerne tun auf unserem Blog, auf meinem Blog. Da ist rechts in der Sidebar, nennt sich das. Rechts da, wo die Sachen so sind. Da ist ein Anmelde-Button. Eintragen und dann ganz wichtig, ihr müsst dann in euer E-Mail-Postfach gehen und das bestätigen, weil wir in Deutschland das Double-Opt-In-Verfahren haben und ich darf euch nicht einfach so Newsletter schicken. Ja, damit werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Es gibt natürlich nicht jede Woche 100 verschiedene neue Neuigkeiten, das ist einfach nicht möglich, aber es ist immer so ein bisschen der Überblick, was ist hier los gewesen bei uns. Die Videos werden nochmal gezeigt, bis man mal so drauf guckt, wenn man vielleicht nicht alles gesehen hat. Alles so ein bisschen schön zusammengestellt. Ach so, und Sonntag ist doch dann das neue Paper Pumpkin, das dann demnächst kommt. Ja. Das habe ich ja ein bisschen vorgestellt. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich kommt, nicht, dass wir die Leute schon wieder verrückt machen. Ich habe eben den falschen Schriftzug genommen. Das hier meinte ich jetzt nochmal. Ich habe frohe Weihnachten genommen. Oh. Das ist ja zu herbstlich. Das geht nicht mit frohen Weihnachten. Und die Traude hat eine Mangopflanze aus einem Kern gezogen. Richtig schön geworden. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe doch früher mal eine Avocado. Kumquat. Und die Kumquat. Oh, Kumquat, die war schön. Avocado. Avocado war relativ einfach. Erstmal muss man den Kern da ja im Wasser stehen. Die Kumquat war schön. Ja, dann sind wir umgezogen. Dann kam sie ein bisschen zu kurz. Ja. Das, ja. Mochte sie dann nicht. Mochte sie dann nicht. Aber das macht auch schon Spaß, sowas selber zu ziehen. So, ihr könnt einen Stanz nehmen, ihr könnt eine Stanzform nehmen. Ich nehme jetzt hier mal auf dem kurzen Dienstweg meine Schere. Die weltbeste Schere überhaupt, tatsächlich. Und Bienes Bassleck wohnt mitten im Wald. Da braucht man nicht so viele Pflanzen. Ja, das stimmt natürlich. Im Wald, da sind die Räuber. Okay, wer mag, macht noch so ein Fähnchen da rein. Ja. Und schon ist das Sprüchlein fertig. Ja.
setze ich da einfach drauf. Schreiben könnt ihr hinten auf der Rückseite, ist ja weißer Karton, oder ihr klebt euch alternativ hier was rein, würde ich aber glaube ich nicht machen, ich würde dann hier hinten schreiben. Okay. Ja, es kracht draußen, ne? Der Nachbar hat irgendwie feiert irgendwie seinen Eintritt in den Ruhestand. So, fertig. Dann nehme ich euch zurück, blende euch den der Gastgebercode hier oben in der Ecke. Da oben. Der gilt ab sofort den ganzen September über. Wer den benutzt, darf sich dann im Oktober auf eine kleine Überraschung von mir freuen. Und die August-Sachen bestelle ich heute. Das geht dann so in den nächsten Tagen. Und die Windmühlenkartenempfänger, die werden auch noch eine Karte bekommen. Ja, und so geht das alles seinen Gang. Guck mal, dann machen wir den auch noch rein. Ich sag mal so, wir könnten ja noch mal das mit dem Daumen hoch machen und mit dem Applaus. Ne? Denkt dran, unter dem Video freue ich mich natürlich sehr, oder wir freuen uns sehr. Huch, Entschuldigung. So ist das, ne? Mit der Technik. Man wird dann zum Spielkall. Ja, und ich bin eigentlich damit fertig für heute. Ich werde jetzt gleich noch ein Video und Bild machen, euch das hübsch machen, dass ihr euch das angucken könnt in der Vorschau, und guckt euch das Video gerne auch noch mal im Replay an. Wir sehen uns wieder am Sonntag, wenn Nordhorn uns rausgelassen hat aus dem Tierpark, wenn die Löwen uns nicht aufgefuttert haben. Die Löwen sind da ja gar nicht. Nein, aber die Hirsche. Ja. Und die. Na, ein paar Hauptkatzen gibt es hinten ja auch um die Ecke. Warst du da mit letztes Jahr? Doch, da war ich, aber das mag ich da. Ja, die waren auch schwer zu sehen. Aber es war ja gut für den Lütten, das ist nicht ganz so spektakulär. Nee. Der braucht so einen Hirsch, den er da tatsätzlich anfassen kann, ist schon ein bisschen schöner. Das ist schon schöner, ne? Genau. Das Spielplatz ist schön und so weiter. Ja. Okay. Das war's für heute, der Bastelblitz am Mittwoch. Wir sehen uns wieder am Sonntag um 19 Uhr ganz pünktlich hier auf diesem Kanal. Und ja, wenn ihr noch eure Karte mal sehen möchtet, ich kann auch noch mal, kann ich leider nicht, den Trailer vom letzten Sonntag, kann ich leider nicht zeigen, habe ich schon rausgenommen. Dann schickt uns eure Karten, eure Bastelideen gerne per E-Mail und nur per E-Mail, nicht per Post und nicht in echt. Bastelt eine schöne Karte, bastelt es nach, verschenkt die Karte an jemanden, den ihr lieb habt, und schickt uns ein Exemplar eurer Karte, und dann zeigen wir das vielleicht mal hier auf dem Kanal. Ja. Das war's, ne? Dann mache ich mal hier den Rausschmeißer sozusagen, und wir sagen tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss.